Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Irland. Heute habe ich zwei verschiedene Flaschen auf dem Tisch. Eine kommt nur zur Verkostung, wie die Nummer zwei, dann eine zweite. Matt Darcy, eine traditionsreiche Marke, kehrt zurück und kommt dann über irishwhiskey.de, das ist Mareike, hier nach Deutschland. Also, einiges verstehe ich nicht. Also, wir gehen zurück jetzt hier. Matt Darcy, Irish Whiskey, wurde ursprünglich gegründet in 1817. Okay, sehr, sehr gut. Und entwickelt sich innerhalb des nächsten Jahrhunderts zu einer der weltweit bekanntesten Marken. Und dann ist das so, dass sie 1918 ihren Toren geschlossen haben, Marke verloschen. Dann kommt ein Mann, also ganz wichtig, Marke verloschen oder geloschen. Und dann kommt ein Mann, also sein Name ist, alright, so Michael McKean von Newry, also keine Ahnung, also es gab schon zwei Labels hiervon. Newry steht da drauf, Newry 1817, der Gründungsjahr hier von Darcys. Und er kauft sich einfach Whisky von irgendwoher. Und dann hat er die Label, die Marke wieder neu aufleben lassen und dann macht er weiter, als ob er diese Firma so hätte. Was für mich einfach mal ein kleines bisschen dieser bittere Nachgeschmack einfach hat, ist genau das hat Elchenwil, also die Jungs machen da interessante, gute Sachen, aber genauso auch gemacht. Ja, also. Die haben auch ihre Marke damals einfach nur aufgekauft, als es denn da die Zeitfrist um war und haben einfach so weitergemacht wie vorher. Okay, es gibt ein 10 Jahre alte, ich erzähle gleich noch dazu auch irgendetwas danach. So, was wissen wir über diesen Whisky hier? Wir wissen, danke Mareike für diese Informationen, wir wissen, dass wir tatsächlich eine 4 Jahre alte Grain und ein 4 Jahre alte Malt haben, die zusammen vermehlt wurde. Welche Distillerie produziert seit gut 4 Jahren? Great Northern. Ah, sehr gut, sehr gut. Und jetzt Elchenwil ist der Vertriebspartner auch dafür. Auch das ist merkwürdig, keine Ahnung. Denn die wollen selbst eine eigene Distillerie für 8 bis 6, 6 bis 8 Millionen dort in Newry oben in Nordirland auch dann dort gründen und dort aufbauen. So, diese Flasche hier kostet 33,90 €. Welche Flasche kostet auch 33,90 €? Ist ein Small Batch. Tada! Kinahans! Genau, identischer Preis. Und ich dachte, ich vergleiche die beiden. Ich habe zuerst an Bushmills gedacht und dann dachte ich, Bushmills ist so viel günstiger. Lass uns etwas nehmen, was. Stell mal vor, ich habe 32,90 €, der ein Loch in meine Tasche brennt und ich würde gerne entweder diese oder diese Whisky hier kaufen. Warum und weshalb soll ich welches kaufen? Schauen wir mal. So, an der Nase hier. 40%. Sorry, Mareike. Also, hier sind wir bei auch. Hier sind wir bei 46% sogar. Genau, Brille. Also der wirkt jung. Grün. Birkenholz. Naja, gut. Hier schreiben sie Vanille, Schokolade, etwas Frucht, Schokoladen-Kaffeenoten, Vanille, Pudding, süß, helle Frucht, Nachklang, mittellang mit etwas Würze. Der riecht einfach jung und noch nicht reif. Im Gegensatz dazu, Kinahans. Also mein Problem ist, Kinahans Small Batch gefällt mir sehr, sehr gut. Ich musste mir einfach was Neues lehren lassen. Es gab verschiedene Batches davon. Wir sind jetzt schon bei Batch Nummer 8. Und auch für das 10 Jahre alte Single Malt, keine Ahnung, was sie ganz am Anfang gemacht haben, hat mir nicht so gut gefallen. Jetzt habe ich dann auch eine neue 10-Jährige. Die 10-Jährige ist sogar noch besser. Also Kinahans ist eine Marke, die man wirklich auch probieren sollte und darf, gerade für dieses Preissegment in Irish Whiskey. Oh Mensch, ich könnte eigentlich der 10 Jahre alte von Kinahans auch als Vergleich nehmen. Schauen wir mal. Eigentlich wollte ich einen Bushmills nehmen und ich glaube, ich bleibe dabei. Okay, ich lasse es über mich. Ist das schlecht? Nein. Ist das gut? Auch nein. Das ist das Problem.
Da sind Noten hier drin, die nicht da reingehören. Das ist ein 4 Jahre alter Whisky. Der ist einfach viel zu sprittig, viel zu grün, viel zu jung. Okay, so dieser erfolgreiche Entrepreneur namens hier Michael McKeon hat einfach auf dieses, auf Englisch heißt es auch Bandwagon, draufspringen, ist auf dem fahrenden Zug, also Irish Whiskey momentan boomt und ist einfach draufgesprungen. Also, oh, das, was er könnte, könnte ich schon lange. Also, vielleicht hat er oder vielleicht hat irgendjemand anderes in der Familie ein kleines bisschen Recherche gemacht. Denn es gibt überall tatsächlich alten Spiegeln, auf dem tatsächlich hier dieser Markennamen zu sehen ist. Ja? Also, und deshalb hat er irgendwie gesagt, oh Mensch, Darcy, Irish Whiskey, also von Matt Darcy and Co. Und hey, niemand gehört diese Namen nicht mehr, also kaufe ich und registriere ich und dann fühle ich ab. Und irgendwie stößt das bei mir bei viel Widerstand, Widerwillen, viel nicht gutes Wohlwollen einfach mal gegenüber. Also wenn du deine eigene Marke kreierst, kein Problem. Aber wenn du eine alte Marke ein bisschen aufleben lässt, also ich habe auch jahrelang mit Michters auch einfach meine Probleme gehabt. Und ich finde jetzt, wie Michters damit umgeht, ist halbwegs okay. Denn die haben tatsächlich gesagt, es gibt verschiedene Phasen unseres Lebens. Es gibt die alte Phase, die schon längst abgeschlossen war in Pennsylvania. Es gibt die Phase, wo wir vieles eingekauft haben und eine Marke aufgebaut haben. Es gibt die Phase jetzt, wo wir selbst brennen und unser eigenes Produkt kommt auf den Markt. Also boom, boom, boom. Transparent, offen, ehrlich. Am Anfang, als ich mich das kennengelernt habe, ich schimpfe über Bourbon, eigentlich das gleiche mit Irish, ist das so gewesen, dass sie es nicht so transportiert haben. Die haben gesagt, der älteste Whisky der Welt, der USA, bla 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 und so weiter und haben direkt angeknüpft. Und immer habe ich das gesagt, nein, nein, nein. Das war ein New Yorker Businessman, der einfach die Marke aufgekauft habe, weil die Rechte verfallen waren. Und er hat einfach diese alte Marke dann da neu erweckt. Und man kann, aber bei Jason, bei Whiskey Jason, kommt man mit ein bisschen Widerstand. Und das gleiche Ding haben wir jetzt hier auch mit Elchenwil. Auch die haben einfach mal selbst nichts Neues, Eigenes auf den Markt gebracht. Alles, was sie momentan raushauen, ihre ganze teuren Single Malt Dinge, Einzelfass Dinge, sind eingekaufte Whiskys. Okay, gut. Probieren wir, genug Zeit im Glas gelassen. Green. Wässrig. Holz, grünes Holz, grüne Mandeln, grüne Pistazien. Mistnussig ist er schon. Und dann sprittig am Ende. Oh yeah. Also, ich habe schon einiges in Grain gehabt, die noch nicht so weit waren. Ja. Yeah. Also, diese Whisky kriegt hier von mir ein 4 plus plus 3 minus minus. 32,90 € ist auch ein 4. Ich sage mal, ein Whisky, der die Welt nicht braucht. Sorry. Also, echt. Hier, Kinderhands. Also, das war 33,90 €, das ist 32,90 € hier. So viel besser. Also. Älter, reifer, schöner, komplexer. 46%, 40%. Sowohl vom Antritt, vom Komplexität, Abgang, alles hier spricht hier für diesen Small Batch. Ganz leichte Walnuss, bitter Mandel, Momente hinten raus. Aber nichts verglichen damit. Kauft euch lieber ein Bushmills manchmal. Ja. Der 10, da ist man glücklicher manchmal damit, als denn mit so etwas. Und preislich sind wir ähnlich unterwegs, nicht wahr? Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Meine Frage ist: Du hast 35 € und du möchtest etwas aus Irland kaufen. Was kauft ihr euch? Kann alles sein.
Es kann etwas von Middleton sein, es kann etwas von Bushmill sein. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt irgendwas von Dingle für 35 € bekommen kann, ob man auch von anderen Pierce Lions für 35 € bekommen kann. Also ich würde einen Powers kaufen. Ich glaube, Powers, 12 Jahre alte Powers Lane, kriegt man auch für 35 € im Angebot. Ich glaube, wenn nicht, dann kaufe ich einfach mal. Ich glaube, ein Redbreast kriege ich noch nicht mal für 35 €. Ich glaube, wir sind wesentlich weiter dabei bei Redbreast. So, Redbreast, 44 €. Ja, genau. Also, was kriegen wir tatsächlich für 35 €? Ich schaue einfach mal. Ich mache mit uns einfach ein Experiment. Ich gehe hin zu einem bekannten Anbieter hier für Irish, für nicht Irish Whiskey, für Whiskey. Der heißt Horse manchmal. Und ich habe das, genau, einen Moment, 0. So. Okay, gut. 35 €. Ich weiß, wie man das macht. Lass uns sehen, was wir alles hier haben. Also bis 35 € haben wir 68 verschiedene Produkte. Man kriegt einen Connemara, man kriegt einen Bushmills 10, man kriegt einen Hinch. Oh, habe ich vergessen, Hinch. Hyde Stout Nummer 8. Man kriegt einen Irishman Founders. Irishman Pogue, Single Malt, bloß nicht. Sexton kriegt man, Tyrconnell kriegt man für den Preis, West Cork kriegt man für den Preis. Wow, da sind echt einiges hier, was man für den. Glendalough, da würde ich vielleicht in diese Richtung. Grand Cru war super. Also Hinch Single Pot kriegt man, Kilbegan Single Pot kriegt man, Bushmills Original Black Bush kriegt man, Caribbean Rum Cask, American Oak Cask, The Buskers, oh, Busker, nee, okay, Liberties, Oak Devil. Liberty ist genau 5 Jahre alt. Glendalough, Calvados, Hinch Small Batch, Hinch 5 Double Oak, Irishman Founders, wow. Caskmate IPA, Caskmates, Jameson Stout, also Crested, Black Barrel, Kilbeggan Black, das ist neu, habe ich irgendwie noch nicht im Glas gehabt. Kinahan's Cask Project, Small Batch, also Paddy. Peaker's Blinders, die haben auch ein neues Label, neues Flaschendesign. Pogue's Triple Distilled. Powers Gold Label ist auch ein Blend. Non-chilled filtered habe ich hier, muss ich gleich probieren. Quiet Man kriegt man. Proper Number 12, der ist gar nicht so schlecht wie das. Roan Co., Sailor's Home, wow. Slane Triple Cask. Teeling Small Batch. Mensch, 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 ich bin einfach selbst begeistert, ob man alles für 35 € bekommen kann in Irland. Tullamadoo, 12. Caribbean Rum, Tullamadoo, 12 Jahre alte. Cider, West Cork, IPA, Stout, Writer's Tears Copper Pot, Writer's Tears Double Oak sogar, wow. Hyde Nummer 5 Grain, Teeling Grain, Kilbegan Grain. Also all das kriegt man hier für 35 € oder weniger. Wahnsinn. Ja, ich glaube, ich werde einfach ein Writer's Tears Double Oak mir gönnen. Das kostet hier 29 €. Yay. Besser als das und besser als das, meiner Meinung nach. Okay, Frage des Tages. Welche Whisky unter 35 € könnt ihr empfehlen aus Irland? Ich habe vieles aufgezählt. Sucht eine aus und schreibt es einfach unten hin. Oder schreibt was Neues hin, was ich gänzlich vergessen habe oder einfach gar nicht auf dem Schirm hatte. Vielen Dank, Whisky Jason hier. Whisky aus der Sicht deines Amerikaners. Liken, abonnieren, Teil meiner WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe sein. Die Flasche wurde angeboten aus Set hier mit der 10-Jährigen. 30, 40%, 30, 40 Sale ging weg. Also auch meine Sample-Liste ist sie auch noch. Also so ist das manchmal. Irish Whiskey unbekannt und kein Hype und dann will man das nicht probieren. Vielleicht wissen die Leute mehr als ich manchmal. Gut, danke, danke, danke. Wir sehen uns jeden Tag 17:30 Uhr und Sonntagabend 21 Uhr. Whiskey Jason, ciao.